Ja, herzlich willkommen zum heutigen Debattendienstag digital mit dem Thema Qualys Blockchain und NFT von virtuellen Gütern und digitaler Kunst. Ich bin Daniel Vogt und leite das Projekt Leben X0 hier am Museum für Kommunikation in Frankfurt. Ich begrüße alle ZuschauerInnen an den Bildschirmen da draußen, die sich nun live zugeschaltet haben für unsere heutige Debatte, sowie auch das heutige digitale Podium. Zunächst möchte ich ganz kurz das heutige Format erklären und in das Thema einführen, bevor ich dann das Wort an unsere Referentinnen übergebe, die sich dann am besten selbst vorstellen. Der Debattendienstag, den wir in Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung durchführen, ist Teil des Projekts Leben und Lernen X0, mit dem das Museum für Kommunikation den öffentlichen Diskurs zur digitalen Transformation aktiv mitgestalten möchte. Wir nähern uns dabei mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten der Frage an, wie Digitalisierung die Gesellschaft verändert und wie wir als Individuum die Digitalisierung erleben und ausgestalten können. Ganz nach dem Motto, wir müssen reden, wollen wir eine Art Debattenkultur etablieren, in der ExpertInnen mit interessierten BürgerInnen in den aktiven Austausch treten können. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie finden Dienstage derzeit nur digital statt. Trotzdem ist uns dieser Austausch wichtig. Somit sind wir heute per Chat und bei Twitter und bei Facebook für euch da. Wie das genau geht, wird uns Daniel Baumgärtner von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung erklären, der heute die Chat-Moderation übernimmt. Daniel, bist du da? Ja, hallo von meiner Seite auch. Ich freue mich auch heute Abend auf die Veranstaltung und auf das sehr interessante Thema. Zum Thema Chat kann ich sagen, wer jetzt auf unserer Seite ist vom Museum für Kommunikation beziehungsweise auf der Leben X0 Seite und dort den Livestream verfolgt, kann unter dem Bild noch einen kleinen Hinweis über den Pluszeichen Livestream zum Livestream im Chat. Wer diesen Link nutzt, kommt dann auf eine weitere Seite. Und dort ist ein Chat. Einfach die Fragen reinschreiben und ich werde sie dann zu gegebenen Zeitpunkten aufgreifen und an Sie ausspielen. Also trauen Sie sich, stellen Sie Fragen. Genau, und ich werde zu Zeit hier eingeblendet und werde die Fragen dann an alle transportieren. Vielen Dank, Daniel. Super. Ja, dann starten wir doch heute direkt zum NFT. NFTs sind sogenannte Non-Fungible Tokens. Ja, ein Thema, was in letzter Zeit ziemlich viel diskutiert wurde. Dateien sind jetzt Kunst. Non-Fungible Tokens sind ja der neueste Kryptotrend und erzielen Höchstpreise bei Kunstauktionen und das nicht nur auf den zahlreichen verschiedenen digitalen Auktionsplattformen, sondern zum Beispiel auch bei renommierten Auktionsplattformen wie zum Beispiel Christie's. Dort wurde kürzlich, glaube Anfang des Jahres, ein Kunstwerk des Künstlers Beeple versteigert mit dem Namen Die ersten 5000 Tage. Und das erzielte dort 69 Millionen US-Dollar. Ja, was hat es nun mit diesen NFTs auf sich? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Diese Technologie, das ist quasi eine Technologie, die an ja, Dateien gebundene, nicht replizierbare Blockchain-Adressen als Echtheitszertifikate ausweist. Damit wird sozusagen der Handel mit digitaler Kunst möglich und seit einigen Jahren, aber verstärkt seit Anfang dieses Jahres, revolutioniert diese Technik scheinbar die Kunstwelt im rasanten Tempo. Seitdem wird plattformübergreifend über dieses Phänomen diskutiert, ob in der Kunstwelt, in Feuilletons oder auf den verschiedenen Social-Kanälen oder Auktionsplattformen. Doch noch immer wissen viele nicht, was NFTs eigentlich sind und welches Potenzial hinter dieser Technologie stecken kann. Anlass darüber, heute über dieses Phänomen zu diskutieren. Und nun endlich begrüße ich meine Gästinnen heute, und zwar Annika Meier, Jan Mahn und Jörg Kobel. An die möchte ich nun bitte das Wort weitergeben und
ja, auf eine kurze Vorstellung hoffen. Annika, möchtest du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Annika Meier. Ich schreibe zum einen Texte, zum Beispiel eine Kolumne für das deutsche Kunstmagazin Monopol, über digitale Kunst. Die kann man jeden Monat im Heft lesen. Und ansonsten habe ich im letzten Jahr sehr, sehr viel mit der König Galerie gemacht. Also zum einen haben wir König Digital als digitalen Galeriestandort gegründet. Das ist zum einen eine App und zum anderen Galeriestandort in Decentraland. Das ist eine virtuelle Welt, die auf der Blockchain basiert. Da haben wir, das war im April 2020, die erste Ausstellung gemacht und waren damit die erste Galerie in Decentraland. Später kam Sotheby's hinzu. Genau, und da kann man beispielsweise NFTs an die Wand hängen. Und wir haben da die König Galerie, also St. Agnes, die brutalistische Kirche hineingebaut in diese virtuelle Welt, die so sehr nach einem Videospiel aussieht. Oder mit Manuel Ross und Thomas Webb haben wir digitale Einzelausstellungen gemacht. Und da Johann König und ich schon seit 2019 im Winter über NFTs und digitale Kunst und Marketplaces gesprochen haben, waren wir da immer dabei, uns zu informieren, mit Startups zu sprechen. Und dann haben wir Mitte August ist auf Misa.art, dem Online-Marketplatz für Kunst, powered by König Galerie, der erste Kunstwelt-NFT-Marketplace online gegangen. Und wir haben unter anderem mit Erwin Wurm und Katharina Grosse die ersten NFTs gemacht. NFT-Drop mit Rafik Anadol. 1300 NFTs verkauft, 2,3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und genau, dieser NFT-Marketplace wird weiter mit digitaler Kunst eigentlich täglich bespielt mit Drops. Und genau, das mache ich und ich hoffe, dass ich etwas zum Thema beitragen kann. Ja, vielen Dank, Annika. Dann möchte ich das Wort weitergeben an Jan Mahn. Jan, möchtest du Mein Name kurz ist dich kurz Jan, vorstellen? ja. Ich bin Jan Mahn, ich bin Redakteur beim Computermagazin CT, auch für das Online-Portal Heise Online, also wir gehören zum selben Verlag. In der CT kümmere ich mich vorwiegend um IT-Security-Themen, um Server- und Programmierthemen und eben auch um alles Neues, was so anliegt. Und eines dieser neuen Themen, mit dem ich mich auch beschäftigt habe, vorwiegend auch im Unternehmenskontext, ist eben das Thema Blockchain. Meine Aufgabe ist es dann, Dinge bis auf die Zeile Code zu verstehen und zu schauen, was da wirklich passiert. Also nicht das zu glauben, was in Produktankündigung steht, sondern wirklich zu gucken, was da programmiert ist. Und so habe ich es mit Blockchain gemacht, als das Thema langsam immer größer wurde. Und das ist eben einer meiner Schwerpunkte. Und deswegen habe ich mir auch angeschaut, was bei NFTs passiert, kann aber vor allen Dingen auch ganz gut erklären, was der Sinn und Zweck von Blockchains ist und warum so viele das so für die neue Zukunftstechnologie halten. Ja, super, vielen Dank. Und Jörg Kobel, als nächstes würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jürg Kobel. Ich habe etwa vor 25 Jahren angefangen, Websites zu programmieren und gestalten. Und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, dann erlebte ich diese Zeit als Aufbruchsstimmung. Es war vieles neu, es schien vieles möglich, es wurde viel experimentiert. Und ich vergleiche diese Zeit ein bisschen mit der heutigen Zeit. NFTs sind relativ neu, es scheint vieles möglich, es wird viel experimentiert. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Zeit jetzt miterleben und auch ein bisschen mitgestalten darf. Ich habe etwa vor 2 Jahren diverse NFT-Kunstplattformen entdeckt, als ich eine kleine Studie gemacht habe zu künstlicher Intelligenz und Kunst. Und seither bin ich eigentlich aktiv als Creator, Künstler, aber vor allem als Collector, als Sammler. So habe ich zum Beispiel auf der NFT-Plattform Hikkenunk habe ich über 2000 GIFs gesammelt, also über 2000 NFTs. Und ja, freue mich auf den Abend und den Austausch. Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, euch auf dem digitalen Podium zu haben und bin schon ganz gespannt, was wir diskutieren werden. Ich habe mir gedacht, im Vorfeld in einem anderen Debattendienstag wurde schon auch gewünscht von einer Zuschauerin, dass dieses Thema diskutiert wurde und daraus ist dann natürlich auch diese Veranstaltung entstanden. Das ist ein Thema, was so
divers diskutiert wird, aber viele Zuschauerinnen bräuchten vielleicht noch mal so einen kurzen Überblick, so eine Einführung, eine Art von Basiswissen, um überhaupt in unsere Diskussion vielleicht später einsteigen zu können. Deswegen, Jan, du hattest erwähnt, dass du dich ganz gut mit Blockchain auskennst. Vielleicht könnten wir vielleicht damit anfangen. Könntest du unseren ZuschauerInnen kurz erklären, was eigentlich hinter dieser Technologie steckt? Was ist denn die Blockchain und ja, wie verbindet sich das mit Kunst und den sogenannten Non-Fungible Tokens? Fangen wir mal ganz vorne an. Also die Blockchain an sich gibt es nicht. Also Blockchain ist ein Gattungsbegriff für ganz unterschiedliche Dinge. Und es gibt nicht die eine, sondern theoretisch steht es jedem frei, eine neue Blockchain aufzumachen. Und es gibt da draußen in der Welt mehrere tausend unterschiedliche Blockchain, vielleicht auch hunderttausende. Die Grundidee ist eigentlich oder soll eigentlich ein Problem lösen, was wir alle haben in der digitalen, aber auch in der analogen Welt. Es geht bei Blockchains immer um Vertrauen. In der klassischen Welt gibt es meistens irgendwelche zentralen Akteure. Wenn wir jetzt mal weggehen von Kunst und ans Bankgewerbe denken, da gibt es eine zentrale Stelle, das ist meine Bank, und die hat mittlerweile eine Online-Schnittstelle, über die ich meinen Kontostand sehen kann. Aber ich muss dieser Bank vertrauen, dass, wenn da irgendwie eine Zahl steht, wenn da 1.000 Euro steht, das soll mein Kontostand sein, dann muss ich der Bank vertrauen, dass es dieses Geld wirklich gibt. Und ich muss der Bank vertrauen, dass ich, wenn ich das Geld in bar irgendwann mal haben möchte, dass ich das hinten wieder rausziehen kann. Und die Banken untereinander müssen sich vertrauen, dass, wenn der eine sagt, es gibt eine Überweisung von A nach B, dass das Geld auch wirklich da ist und dass das gedeckt ist. Und das ist also ein System, in dem eine Menge Vertrauen und in dem eine Menge zentrale Akteure nötig sind. Bei Geld gibt es noch mehr zentrale Akteure, zum Beispiel Zentralbanken und all solche Institutionen. Der Staat steckt damit drin. Und das ist eben ein zentralistisches System. Und die Idee hinter Blockchains, und ganz groß geworden ist das eben mit einer Kryptowährung, und deswegen hängen Blockchains auch gerne mal mit irgendwas mit Geld zusammen, mit digitalen Währungen zum Beispiel. Die Idee dabei ist es, dass es keinen zentralen Akteur mehr gibt. Also ein Computernetzwerk, in dem es keine zentrale Instanz gibt, die sagt, was die Wahrheit ist, was gerade der aktuelle Stand ist. Also meine Bank kennt eine Wahrheit, an die muss ich glauben, dass das wirklich die Wahrheit ist. In einem Blockchain-System gibt es nur gleichberechtigte Partner. Das bedeutet, jeder, der einen Computer hat und den ins Internet hängt, kann an so einer öffentlichen Blockchain, und ich spreche jetzt erstmal nur von öffentlichen, kann daran teilnehmen. Und alle Computer, die da drin hängen, können sich zwar untereinander irgendwie erreichen, es gibt aber keinen, der sagt, das ist jetzt der aktuelle Zustand. Machen wir es mal am Beispiel von Kryptowährungen. Es gibt also keinen, der alle Kontostände von allen Nutzern alleine verwaltet, und die Nutzer melden sich bei ihm und sagen, wie viel Geld habe ich denn? Um jetzt eben ein System ohne Vertrauen zu schaffen, muss man ein bisschen Mathematik anwenden. Und das ist genau die Idee. Also alle Teilnehmer, die zu Hause ihren Computer an so ein Blockchain-Netzwerk einwählen und daran beteiligen lassen wollen, die sind ja, wie gesagt, völlig gleichberechtigt. Und es werden Transaktionen erzeugt. Also in einer Kryptowährung ist das immer eine Überweisung. Geld wird von, oder eine Geld ist es ja nicht, es ist eine fiktive Einheit, eine Währung, wird von Konto A nach Konto B transferiert. Das soll eben als Transaktion festgeschrieben werden. Und was passiert ist, durch ein mathematisches Verfahren wird irgendjemand in diesem System, und bei der größten Kryptowährung Bitcoin sind das mehrere Millionen, zig Millionen Teilnehmer, die an diesem Netzwerk teilnehmen. Einer dieser Teilnehmer wird über ein mathematisches Verfahren, weil er ein Rätsel gelöst hat, wird er ausgewählt, den nächsten Block zu schreiben. Das heißt, der schreibt in die Blockchain, das ist erstmal nur eine Datenbank, da schreibt er den nächsten Block rein, Nummer 527 hat an Nummer 1025 fünf Einheiten transferiert. Und das wird festgeschrieben mit mehreren Transaktionen, die werden zusammengeschrieben als ein sogenannter Block. Und alle anderen Teilnehmer in diesem Netzwerk speichern sich genau diese Transaktion ebenfalls weg. Das heißt, jeder hat eine Kopie dieser Datenbank und wirft die auch niemals weg. Das heißt, diese Datenbank ist millionenfach irgendwo da draußen abgespeichert. Und jetzt ist der Trick dabei, dass sichergestellt wird, dass niemand gleich den nächsten Block wieder schreibt und dadurch ja die Kontrolle über dieses Netzwerk übernimmt. Denn es muss sichergestellt werden, dass der Nächste, der jetzt den nächsten Block schreibt, also die nächsten Transaktionen für alle Ewigkeit in diese Datenbank schreibt, das muss jetzt irgendjemand anderes sein, der nicht mit dem einen unter einer Decke steckt, sodass man dann
einfach irgendetwas erfinden kann, also eine neue Realität erfinden kann. Das ist die Grundidee. Und damit das funktioniert, muss jetzt eben der nächste Leader, der den nächsten Block schreiben darf, ausgewählt werden. Und das passiert wieder nach so einem mathematischen Verfahren. Und bei Bitcoin, das ist eben das bekannteste Beispiel, ist es jetzt so, dass man zum neuen Leader wird, also zum nächsten Blockschreiber wird, wenn man ein kryptografisches Rätsel gelöst hat, also wenn man ein sogenanntes Hash-Rätsel gelöst hat. Das wird immer noch komplizierter, weil die Rechenleistung steigt. Und darüber ist sichergestellt, weil dieses Rätsellösen ist mittlerweile so schwer, dass niemand mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung auf sich vereinigen kann und damit die Kontrolle übernehmen kann. Also es werden nacheinander Datenblöcke geschrieben, jeder kopiert sich den Datenblock. Und darüber kann eben ohne oder in Abwesenheit einer zentralen Instanz kann darüber eine Wahrheit unter allen festgeschrieben werden. Und was ich jetzt mit so einer Blockchain mache, das ist Teil meiner Fantasie. Ich kann eine Kryptowährung bauen, das haben schon ganz viele getan. Also Bitcoin war eine der ersten Kryptowährungen, die richtig groß geworden ist. Es gibt mittlerweile Dutzende Kryptowährungen, in die ich investieren kann. Ich kann allerdings auch jede andere Form von Wahrheiten da reinschreiben. Also ich könnte sagen, Grundbuchämter kann man vielleicht in Zukunft abschaffen. Das ist so eine Idee, die geäußert wird. Ein Grundbuchamt ist ja auch eine zentrale Instanz, die eine Wahrheit verwaltet. Die brauche ich zukünftig vielleicht nicht mehr, könnte ich in der Blockchain machen. Alle haben eine Kopie davon und darüber wird dann eben die Wahrheit verwaltet. Und eine weitere Idee, die jetzt eben Menschen hatten, waren NFTs. Und das ist jetzt eine Idee, da kommen wir dann in den Bereich von Kunst. Ich kann genauso gut auch das Eigentumsrecht an einem Bild oder an einem Kunstwerk oder an irgendeiner anderen Kreation, diese Eigentumsrechte kann ich dort festhalten und sagen, der Inhaber folgender Kontonummer oder folgender Teilnehmernummer, der ist jetzt der aktuelle Besitzer und ich kann das von A nach B weiterschreiben, indem ich wieder neue Blöcke schreibe. Also ob ich da jetzt eine Kryptowährung draus baue oder ob ich da digitale Güter mit, also Eigentumsrechte an digitalen Gütern festschreibe. Ich kann auch Messwerte zum Beispiel in der Industrie damit verwalten oder Dokumente. Also was ich auf der Blockchain speichere, ist eigentlich, da gibt es eine Menge Ideen. Es gibt allerdings auch ganz viele Leute, die ganz tolle Ideen zu dem Thema hatten, aus denen aber nie was geworden ist, weil eigentlich gar kein Bedarf für diese Problemlösung da war. Das ist so ein bisschen das Problem. Viele der Blockchain-Ideen lösen Probleme, die bisher noch niemand hatte. Okay, danke Jan. So wie ich das verstehe, kann man ganz viele verschiedene Güter schaffen, zum Beispiel auch eine Währung. Und auf dieser Währung, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, baut dann natürlich auch der Handel mit NFTs auf, mit diesen Non-Fungible Tokens. Annika, kannst du uns vielleicht erklären, was denn der Unterschied ist zwischen einem Bitcoin und einem NFT? Also was ist eigentlich ein NFT, dieses Non-Fungible Token? Genau, ich habe gerade auch, das war eine sehr schöne Erklärung zur Blockchain, vielen Dank dafür. Genau, also das eine ist die Währung, das andere ist praktisch das digitale Asset. Es kann tatsächlich ja, alles sein. Das kann, weiß ich nicht, digitale Kunst sein, das kann Impfausweis sein, das kann ein NFT, kann wirklich alles sein. Und da ich ja hier für den Teil, sagen wir mal, Kunst zuständig bin, erkläre ich es vielleicht am besten am Beispiel Kunst, weil sind ja auch gerade die Medien erwähnt worden, die sehr, sehr viel über das Thema NFTs berichten. Und dann ist ja durch die Decke gegangen, medial und auch finanziell, ist ja das NFT von Beeple, Mike Winkelmann, amerikanischer Künstler, den viele vorher vielleicht nicht auf dem Zettel haben, aber Leute, die auf Twitter unterwegs sind und sich für digitale Kunst interessieren, kannten ihn natürlich. Er hat auf Instagram 2 Millionen Follower und es ist halt ein JPEG, also etwas, eine Bilddatei, mit der wir alle jeden Tag eigentlich zu tun haben. Jeder, der irgendwas auf Instagram hochlädt oder so, hat im Grunde damit zu tun, ist von 69 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt und das ist eine Datei, die aus ganz vielen 5000 Einzelbildern besteht, also das komplette Oeuvre von Beeple praktisch zusammengefasst. Genau, das kann ein NFT sein und in diesem Kontext hat man halt immer wieder das Wort NFT-Kunst gehört und das kann man vielleicht so sagen, aber vielleicht auch eher nicht, weil NFT-Kunst ist jetzt nicht so etwas wie Malerei oder Skulptur, also ein Medium an sich, auch wenn man ein NFT kauft, sich dann natürlich mittlerweile einige, ich nenne es mal, Gepflogenheiten
angeschlichen haben. Zum Beispiel kurze Loops von, weiß ich nicht, 5, 15 Sekunden. Also man packt da eben nicht 10-minütige, 20-minütige Videos. Verkauft man nicht als NFT, sondern eher so kurze Loops. Und in einem aktuellen Text für aktuelle Kolumne für Kunstforum habe ich das Wallet Art genannt. Also die Wallet ist ja das, wo das alles stattfindet, NFTs aufbewahrt werden und so weiter und so fort. Und genau, also bei Erwin Wurm beispielsweise, mit dem haben wir mit der Galerie sein erstes NFT gemacht. Und das österreichischer Bildhauer ist sehr bekannt geworden durch seine Fett-Serie, also Fat Houses, Fat Cars, alles Mögliche. Und Erwin Wurm hatte eben die Idee, also im 20-jährigen Jubiläum seiner Fat Cars so ein Auto nimmt. Und man das animiert und sich das Auto praktisch, das ist also aufgeblasen, diese Fat Cars. Genau, und das haben wir dann animiert. Und dann bläst sich eben dieses Auto immer so auf und zu. Und als ich eben dann als nächstes dann auch mit Katharina Grosse an ihrem ersten NFT gearbeitet habe und ihr das auch einfach zu wenig war, eine Skulptur einfach nur zu scannen und digital zur Verfügung zu stellen, sondern sie wollte eben, dass damit wirklich, etwas passiert im Digitalen, ist mir eben auch klar geworden, so hey, das sollte man nicht NFT-Kunst nennen, aber es ist dann doch etwas, was im künstlerischen Sinne, wenn auch ganz traditionell arbeitende Künstler damit arbeiten, sie dann sich eben doch Gedanken machen, so was mache ich denn da eigentlich im Digitalen, das sich eignet als NFT zu sammeln. Und Katharina Gross hatte dann eben die Idee, dass wir die gescannte Skulptur nehmen. Und sie hatte eine große Einzelausstellung am Hamburger Bahnhof und dann haben wir die eben vor diesem Hintergrund, das haben wir bei Hamburger Bahnhofs gestellt und konnte, also es war so ein, wollte eine interaktive Experience haben mit Musik und genau, dann kann man diese Skulptur bewegen und sie dreht sich im Raum gegenläufig zur Bewegung der Kamerafahrt. Genau, also dass eben Künstler tatsächlich, wenn sie jetzt anfangen, NFTs zu machen, sich eben schon Gedanken darüber machen, aber so etwas wie NFT-Kunst per se gibt es nicht, weil man eben auch ein Gemälde kann NFT sein, eine Skulptur kann NFT sein, weil es da ja im Wesentlichen darum geht, Besitzverhältnisse einzuschreiben. Und deswegen eignen sich aber besonders digitale Dateien dafür, weil jetzt, gehen wir zum Beispiel Beeple zurück. Ich weiß gar nicht, glaube ich, habe Tage, Wochen lang dieses Bild überall auf Instagram und in den sozialen Medien gesehen. Das kann eben jeder einfach, auch wenn er selber auf Instagram sieht, einen Screenshot machen und das dann wiederum teilen. Wird die Qualität vielleicht im Zweifel immer schlechter, wenn man immer wieder mit Screenshots arbeitet. Kito Steil hat das ja diesen Zustand dann auch arme Bilder genannt, was da vor sich geht. Aber es gibt eben eine Person, und das ist auf der Blockchain angeschrieben, der dieser Arbeit gehört. Und bei einem Gemälde, das per se ein Unikat, das ist einfach ganz klar, wenn das bei einem Zuhause hängt oder die Skulptur bei einem Zuhause steht oder, weiß ich nicht, im Museum, dann ist einfach ganz klar, wem das gehört. Aber bei digitalen Dateien ist das eben nicht klar und da hilft eben die Technologie. Deshalb ist es auch ganz lustig, als Jörn König und ich die Ausstellung das online zusammen kuratiert haben und die zum einen in der Kirche, also Malerei und Skulptur in St. Agnes zu sehen war und dann eben auch in die Central Land und dann kamen Journalisten vorbei und fragten uns, wo ist denn jetzt hier, wo hängen denn jetzt hier die NFTs? dann habe ich halt gesagt, naja gut, also wir haben auch bei der Malerei haben wir auch Verträge und wir hängen ja jetzt nicht das Consignment Agreement an die Wand, sondern die Malerei. Ich weiß nicht, ob dann immer solche Beispiele helfen, aber ich glaube, das hat irgendwie dann vielleicht ganz gut geholfen, weil ja, man hängt eben keinen Vertrag an die Wand, sondern die Malerei. Und same ist es ja beim NFT. Das Video, das ja das digitale Asset ist ja dann praktisch die Kunst und nicht der Smart Contract oder also wenn ich das richtig verstehe, Annika, ist der NFT quasi nur die Festschreibung in der Blockchain für die Echtheit oder das Zertifikat für die Echtheit oder da wird die BesitzerIn quasi festgelegt, genau, wem dieses virtuelle Kunstwerk oder was auch immer gehört. Ich glaube, man kann das ein digitales Echtheitszertifikat nennen. Jan, stimmst du mir zu? Du kannst das immer sehr schön, habe ich gerade festgestellt, beschreiben. Würdest du das auch so sagen? Ich würde es technisch vielleicht so erklären. Wir nehmen ein Kunstwerk, sagen wir, der Künstler hat jetzt das Kunstwerk am Computer gemalt, um jetzt mal irgendwie einen einfachen Fall. Und so ein Kunstwerk am Computer besteht aus Einsen und Nullen. Das ist nun mal die Art, wie das gespeichert wird. Und daraus kann ich eine Quersumme bilden, also einen sogenannten Hash. Jetzt habe ich eine Quersumme dieses Bildes und wenn ich nur einen Pixel ändere, ist dieser Hash ein komplett neuer.
Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt eine Quersumme dieses Bildes gebaut und dann schreibe ich einfach in die Blockchain, also in diese Datenbank, in der ich all meine Transaktionen hinschreibe, der Inhaber mit der Teilnehmernummer 527, dem gehört jetzt dieser Hash, weil er hat ihn vom Künstler gekauft oder hat ihn von jemand anderem gekauft. Und so kann ich eben sagen, diese Zuordnung, wem dieser Hash gerade gehört, den kann ich weiterverkaufen an andere Leute. Und es gibt immer nur einen, dem aktuell eben laut dieser gemeinsamen Wahrheit aller Blockchain-Teilnehmer gehört aktuell diese Zuordnung. Jeder kann das Bild haben, jeder kann sich eine Kopie davon an die Wand hängen, ausdrucken, auf Plakate, wie auch immer. Aber nur einem gehört eben diese Zuschreibung, dass er es aktuell hat. Das ist der Trick dahinter. Ah ja, okay. Da hätte ich tatsächlich gleich nochmal eine Frage an Jörg. Du hast ja beschrieben, dass du sowohl Creator als auch Sammler bist. Was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, A, selbst NFTs zu erstellen oder zu kaufen? Wie macht man das? Ja, bald unendliche Möglichkeiten. Also wir haben schon gehört, es gibt sehr viele Varianten, in welchen NFT zum Einsatz kommen können. Also über Gaming, Finanzen, Mode, Musik, Vertragswesen. Und daher gibt es auch sehr viele NFT-Plattformen. Ich interessiere mich vor allem für digitale Kunst und daher richte ich meinen Fokus auf Plattformen, wo ich solche NFTs oder eben auch holen kann. Und da denke ich, macht es Sinn, dass man so gewisse Eigenschaften kennt und kann ich ein paar Unterschiede vielleicht nennen. Also es gibt Plattformen wie OpenSea, Rarible oder auch Hikenunk, die nicht kuratiert sind. Das heißt, alle können dort ein NFT erstellen und verkaufen. Und das kann eben eine digitale Datei sein, ein JPEG, ein GIF, ein PDF, ein kleines Video, verschiedene Dateiarten. Und das heißt aber nicht, dass etwas, was jetzt eigentlich auf der Blockchain ist, dass das jetzt wirklich Kunst ist. Also was Kunst ist, ist eine andere Frage. Aber es gibt eben freie Plattformen und dann gibt es kuratierte Plattformen, wie zum Beispiel No Origin, Nifty Gateway, Makers Places, wo man sich als Künstler bewerben muss. Und dann wird man entweder zugelassen oder nicht. Das ist sicher ein gewichtiger Unterschied und je nachdem sind auch die Werke unterschiedlich, sagen wir, in Qualität und Quantität. Ein weiterer Unterschied ist, dass viele Plattformen funktionieren auf der Ethereum-Blockchain und hier sind die Transaktionsgebühren, die sogenannten Gas-Fees, die sind ziemlich teuer im Moment. Also um ein NFT zu erstellen, zahlt man locker mal so um die 50 Euro. Und dann gibt es eben andere Plattformen, andere Blockchains, zum Beispiel die auf Tezos basieren. Und dort liegen die Gas-Fees, die Transaktionsgebühren im Cent-Bereich. Also zahlt man 5 Cent oder weniger, je nachdem. Und vielleicht noch eine dritte Sache, dass früher funktionierte die Bezahlung praktisch nur über Kryptowährung. Das heißt, man musste auf einer Plattform, wie es zum Beispiel Coinbase gibt, musste man Euro in eine Kryptowährung wechseln, also Ether zum Beispiel oder Tezos. Und dann diese Währung auf die Wallet überweisen und dann funktionierte die Bezahlung von NFTs via diese Wallet. Und mittlerweile gibt es jetzt immer wie mehr Plattformen, die auch die Bezahlung mit Kreditkarten anbieten. Und ich glaube, Misa Art, wo Annika erwähnt hat, die Online-Galerie von König, dort kann man auch schon mit Kreditkarte kaufen. Genau, wenn ich dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen darf, darf ich dazu ganz kurz was sagen? Weil, was du gerade erzählt hast, genau, also ich glaube, für Leute, die im Kryptospace zu Hause sind, ist es ganz selbstverständlich, eine Wallet zu haben, mit Kryptowährung und so weiter und so fort umzugehen. Als Johann König und ich im Frühjahr
eben die Ausstellung gemacht haben und dann eine Auktion auf, wie du gerade erwähnt hast, Opens, die gemacht haben. Das ist so ein bisschen so wie eBay oder Amazon. Da kann einfach jeder reinstellen, was er will. Genau, da haben wir eben festgestellt, dass das dann für traditionelle Sammler und Sammlerinnen oder jemanden, der noch nie damit zu tun hat, eben wahnsinnig schwierig ist. Die sind uns ausgestiegen, als wir sagten, ihr braucht eine Krypto-Wallet. Weil das ne, wie dann auch gerade gesagt wurde, dann kostet hier das eine Geld, dann musst du dann deine Währung wieder wechseln von East auf West und dann hast du hier wieder Transaktionsgebühren und hier Gas-Fees und hier diese Gebühren und diese Gebühren. Plus man muss sich in diesem Space zurechtfinden und dann haben wir eben eine Lösung gesucht, praktisch eine Kunstwelt-Plattform, auf der man NFTs kaufen kann, wie beispielsweise Malerei auch auf Mesa.art. Also wir haben nicht nur einen NFT-Marketplace, sondern einfach einen Marktplatz für Kunst, gibt Malerei, Zeichnung, eigentlich alle Medien und eben auch NFTs und die kann man dort genauso kaufen wie eine Malerei. Also man muss keine Wallet mitbringen, die wird automatisch für einen angelegt und man kann in Kryptowährung bezahlen, aber eben auch über PayPal mit Kreditkarte. Und für uns war eben auch wichtig, weil in der Kunstwelt ja gerade das Thema Umwelt, also Gas-Fees, wichtig ist, haben wir eben eine Blockchain ausgewählt, die umweltfreundlich ist. Das ist Flow von Dapper Labs, von denen die CryptoKitties sind. Also haben auch geguckt, dass das historisch für die Kunstwelt eine relevante Blockchain ist. Und bei uns waren gar keine Gas-Fees an, weil das im Cent-Betrag ist. Und dann ist es eben auch möglich, dass man so 24-Hour-Drops macht, in denen dann einfach ja, Leute 24 Stunden lang NFTs kaufen können, für nicht so viel Geld. Das sind dann 850 Euro. Oder wir haben gerade ein Projekt mit Porsche, da haben wir NFTs, also digitale Videos, auf den Times Square, Shibuya Crossing und überall auf Screens auf der ganzen Welt gebracht. Und die NFTs gibt es in offenen Editionen für 250 und 100 Euro. Und wenn wir auf Ethereum wären, wäre das überhaupt nicht möglich, weil das überhaupt nicht abbildbar wäre. A, wäre es nicht gut für die Umwelt und B, eben auch Kosten, die entstehen würden, sondern wären die Gebühren höher als das NFT. Genau. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, den ich mich auch gefragt hat, indem ich mich mit NFTs auseinandergesetzt habe. Für mich hat sich das manchmal so ein bisschen dargestellt, dass man mit einer spekulativen Währung, zum Beispiel Ethereum oder eine andere Cryptocurrency, auf spekulative Kunst handelt und dass man quasi als Sammler oder Käufer erstmal eine Art von Entry Point hat, dass man quasi erstmal in diese Währung einkaufen muss, um an diesem System teilzunehmen und dass dadurch natürlich auch mehr Kryptowährung entsteht. Wie seht ihr das? Also ihr habt ja diese Fees jetzt zum Beispiel genannt. Das ist natürlich irgendwie für mich, der sich da interessiert, schon mal, ich habe mal gelesen, hat sowas ein bisschen wie eine Art von Pyramid Scheme, dass nur quasi bekannte KünstlerInnen in der Lage sind, viel Geld mit Kryptokunst zu verdienen oder Kryptowährung zu verdienen und dass Leute, die noch nicht so bekannt sind, eher Fees bezahlen und keine Wertschöpfung erzielen können. Soll ich dazu ganz kurz was sagen? Also ist ja auch gerade schon das Beispiel Hikit Nunk genannt worden auf Tezos. Also da kann man sehr, sehr günstig NFTs kaufen und dann, wenn die Editionen groß sind, dann skaliert sich das natürlich auch. Und das Gute ist eigentlich, in diesem Crypto-Space sind jetzt plötzlich wieder eigentlich alle gleichgestellt. Also würde ich jetzt mal sagen, okay, außer man hat jetzt Erwin Wurm oder Katharina Grosse, die kennt man natürlich, oder Rafik Anadol, aber sonst, also auch Künstler, wie die man kennt, Simon Denny, John Raffman und so, wenn man sich gerade ganz bekannte die Künstler anschaut, die digital arbeiten, die sind halt für Leute, die NFTs sammeln und auf Twitter unterwegs sind, das ist da im Grunde der wichtigste Space, die kennen halt ganz andere Leute wie Fivoshius oder, weiß ich nicht, Beeple oder, dann heißt Fuck Render. Also da sind halt einfach ganz andere Leute bekannt und ich vergleiche das ganz gerne so mit Instagram. Als Instagram begonnen hat, da gab es dann ja auch plötzlich Fotografen in Anführungszeichen, die dann in der Community bekannt waren, aber darüber hinaus nicht. Und diese Fotografen kannten dann halt irgendwie, keine Ahnung, Wolfgang Tillmanns nicht oder sonst irgendwie und deren Fans auch nicht. Also von daher fangen da sehr, sehr viele im Grunde bei Null an, weil eben sehr, sehr viel dann auch Kommunikation auf Twitter ist und der direkte Kontakt mit den Sammlern und Sammlerinnen. Also
wer da nicht gut auf Twitter aufgestellt ist und nicht schon eine Community hat oder sich tatsächlich aktiv in diese Community einbringt. Da geht es im Wesentlichen um Kommunikation, auch wenn wir 24-Hour-Drop gemacht haben. Das war dann im Grunde Kommunikationsleistung, da die ganze Zeit die Community mitzunehmen. Rafik Anadol, was ich auf Discord bekannt, das ist halt irgendwie so, erinnert an die Message-Boards der 90er Jahre. Ich war zum Beispiel 19 Stunden lang auf dem Discord-Server von Rafik Anadol unterwegs und habe auf alle Fragen geantwortet. Also im Wesentlichen ist das wirklich der direkte Kontakt und Austausch mit der Community und das Vertrauen und ja, dass man da auch irgendwie Freude miteinander hat und vielleicht ist es auch immer so ganz gerne mit so einer so irgendwie Künstler und Künstlerin so mittlerweile wie irgendwie so die neuen Rockstars oder eben Stars sind, sich so ein bisschen fast ein Personenkult ergeben. Und ja, also wer nicht neben oder so vor seinem Werk steht mit seiner Person und die Leute da mitnimmt, der hat es in diesem Space eigentlich relativ schwer, was erstmal irgendwie abschreckend klingt, aber eigentlich ist es auch ganz schön, weil dieser Community-Gedanke sehr stark ist und auch bei Sammlern und Sammlerinnen, die kaufen dann zwar gerne, aber bei Rafik Anadol wollen sie auch wissen, so hey, wir sind irgendwie deine Sammler, wir haben irgendwie alle deine Sachen gekauft, was gibt's denn jetzt für ein Special für uns? Also was kriegen wir, die schon länger deine Kunst kaufen, die deine Kunst halten und sie nicht gleich verkaufen? Und dann macht Rafik Anadol halt auf Nifty Gateway einfach einen Drop, der nur für Sammler und Sammlerinnen, also die bei vorherigen Drops schon gekauft haben. Also einfach auch dieses, wie es früher, und ich weiß gar nicht, wie das heute mit CDs oder so ist, dann gab es halt nur so ganz normal irgendwie ein CD-Release und dann gab es halt für die Fans hier irgendwie noch die Deluxe-Box und dann von der Deluxe-Box gab es dann noch irgendwie Vinyl von meiner Lieblingsband Frogstomp in grün und so weiter und so fort. Und das wird jetzt eben auf die Kunst übertragen, so dieses Fansystem und dass man partizipiert und seinen Artist praktisch unterstützt. Sozusagen wie eine Art von, neue Art von Social Networking, was man betreibt. Ja. Also ich kann vielleicht noch ergänzen dazu, ich habe auch gefangen bei Rarible, OpenSea und so, vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren waren dort die Gas-Fees auch noch ertragbar, aber dann seit einem Jahr eigentlich nicht mehr. Und darum habe ich dann auch gewechselt auf Hik & Unk. Und dort sind wir eben die Transaktionsgebühren wirklich sehr tief. Und das hat dann auch eine andere Klientel herangezogen. Also es sind viele Kunstschaffende, finde ich, dort aus der Türkei, aus Indonesien, Brasilien und so weiter. Also die Einstiegshürde ist dann wirklich, wenn man sehr wenig bezahlt, kleiner. Und so ist das sehr international und es gibt sehr viele Entdeckungen zu machen auf Hik & Unk zum Beispiel. Das ist sehr interessant, weil Annika hat es auch erst angesprochen, dass es sozusagen, so wie ich das verstanden habe, wie so eine Art von fast schon Demokratisierung der Schaffenden kommt, dass jeder per se in der Lage ist, Kunst, digitale Kunst zu schaffen. Und diese auch in einer Art von Wertschöpfung einer Fanbase anzubieten. Ich denke da natürlich nochmal an diesen Social-Media-Gedanken, denke ich auch zum Beispiel an andere Sachen, die zum Beispiel wie Bandcamp, die ähnlich funktionieren, nur halt, dass es keine NFTs sind, aber dass man natürlich eine Art von Community braucht, die einem folgen und genau, ja. Ich würde mal ganz gern den Daniel im Chat befragen, ob es tatsächlich schon Fragen gibt zu unseren Diskussionsbeiträgen. Daniel, wir hören dich nicht. So, jetzt müsste man mich hören. Das Mikro war aus, Entschuldigung. Also es gab einen Hinweis in dem Chat zu verschiedenen Twitter-Profilen, die sich mit dem Thema NFT beschäftigen. Da kann man gerne mal reingucken und sich die Profile angucken. Da geht es um Ausstellungen und Künstlerinnen und Künstler. Ich habe selber noch nicht reingeschaut.
müsste man sich mal angucken. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, um die Frage von Ausstellungen über Twitter-Profile. So kann ich es am ehesten deuten, was damit gemeint ist. Ansonsten würde ich den Schreiber oder die Schreiberin nochmal bitten, das nochmal zu spezifizieren. Ansonsten kann man sich da verschiedene Twitter-Profile, die sich mit NFT-Kunst beschäftigen, mal angucken. Mehr gibt es von meiner Seite aus nicht. Okay, super. Danke, Daniel. Gerne würde ich jetzt noch mal ein paar Fragen in die Runde geben. Wir haben es erst schon mal ein bisschen angesprochen. Die Frage, wem gehört die Kunst eigentlich? Oder sind NFTs zum Beispiel wirklich fälschungssicher? Oder gab es schon mal NFT-Fälschungen? Habt ihr davon schon mal was gehört? Ist das möglich? Also rein technisch ist, so wie ich das eben gerade beschrieben habe, eine Fälschung, gerade wenn man jetzt auf einer großen Blockchain wie zum Beispiel der Ethereum-Blockchain ist, nahezu ausgeschlossen, dass es rein technisch eine Fälschung gibt. Was ich mir vielleicht viel mehr vorstellen kann, also wenn wirklich jemand sagt, also wenn jemand den Schlüssel, den Hash eines Bildes für sich beansprucht, dann ist das ziemlich sichergestellt, dass ihm den keiner wegnehmen kann, um behaupten, der gehört jetzt mir. Dafür müsste man einen Fork der Blockchain anlegen und wer die Ethereum-Blockchain forken könnte, der könnte sich beliebig viel Geld in dieser Ethereum-Währung abzweigen, der bräuchte nicht damit angeben, dass er jetzt Kunst geklaut hat. Also das ist noch nie vorgekommen. Das System ist so groß und da steckt so viel Rechenleistung hinter, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass jemals jemand die Ethereum-Blockchain forken, also einen Abzweig erstellen könnte und dann wirklich einen digitalen Kunstraub begehen könnte. Was ich mir vielleicht eher vorstellen könnte, und ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, aber es könnte ja jemand einfach behaupten, er wäre jetzt ein Künstler und hätte jetzt ein Bild veröffentlicht als dieser Künstler. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir ein gefälschtes Twitter-Profil anlege und behaupte, ich wäre jetzt ein vielleicht schon bekannter Künstler und ich würde jetzt im gleichen Stil einfach ein Bild verkaufen. Wie da die Schutzmechanismen sind und wie sehr da die Community drauf achtet, kann ich aber nicht einschätzen. Technisch ist das ja eigentlich nicht das Problem, einfach ein falsches Profil anzulegen und zu sagen, ich bin jetzt, was weiß ich, ich bin jetzt der Erbe von Salvador Dali und bringe jetzt seine Bilder auf den NFT-Markt und ich bin der würdige Vertreter oder der rechtmäßige Erbe. Wenn ich das tue und Abnehmer finde, hätte ich wahrscheinlich damit eine Menge Geld verdient. Ja, also es gibt in der Tat, gibt es sogenannte Copy Minters, wo einfach eigentlich mit dem rechten Maus oder das Bild runterladen, ein anonymes Konto eröffnen und dann hochladen und dann als User sehe ich vielleicht, ein tolles Bild, eine tolle Grafik, ein tolles Video und dann kaufe ich mir das. Das kommt immer wieder vor, auf unkuratierten Plattformen mehr als sicher als auf kuratierten. Technisch kann man es dann sicher nachweisen, es ist nicht das Original, aber es kommt dann zum Verkauf. Was ich aber auch beobachte, dass die Community ist sehr stark, also es geht Minuten nur und dann heißt es auf Twitter oder Discord oder so, Achtung, bitte nicht kaufen, das ist eine Fälschung. Und dann wird es auch dann entsprechend markiert von der Plattform oder verbannt. Aber es gibt es leider, ja. Ist eigentlich ganz interessant, dass es eben jetzt wieder irgendwie vertrauenswürdige Institutionen braucht, obwohl man eigentlich mit dieser Blockchain ein technisches System hat, was ja Vertrauen ersetzen soll und durch ein technisches Verfahren ersetzen soll, dass ich keine zentrale Instanz mehr braucht. Aber scheinbar brauche ich trotzdem, damit einfach nicht jeder behaupten könnte, das ist jetzt hier Kunst und dahinter steckt ein großer Name, brauche ich trotzdem wieder Kuratoren oder Auktionshäuser oder Galerien, die dann dahinter stehen und wo ich dann sage, ich kaufe es jetzt über eine bekannte Galerie, die auch ein physisches Geschäft hat gesagt, das ist jetzt ein Original, was ich kaufen kann. Das finde ich ganz interessant, weil das ist eigentlich immer das Problem von Blockchain-Lösungen, die ich so beobachtet habe. Auch im Unternehmenskontext gibt es ganz viele tolle Blockchain-Lösungen und am Ende gibt es dieses technische Ding im Hintergrund, aber irgendwo kommt dann doch wieder die reale Welt
Und genau an dieser Bruchkante entstehen dann wieder die Möglichkeiten, dass ich doch wieder jemandem oder einer Institution vertrauen muss. Das erleben wir hier jetzt scheinbar nochmal. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr oder eigentlich überhaupt nicht darum, dass man jetzt sagt, das ist das Original, sondern eher, deswegen haben ja Sotheby's, hat Sotheby's ja sofort oder sehr schnell nach der ersten Welle auf kuratierte Auktionen gesetzt, weil das Angebot ist eben so unfassbar groß, es ist für alle neu, also für jeden, der sich mit digitaler Kunst beschäftigt, weiß, wer die relevanten Künstler und Künstlerinnen sind. Also ich weiß das, ich kenne die seit vielen Jahren, arbeite mit denen, ich weiß, wen ich da ansprechen muss und ich weiß, wenn ich auf einer Plattform wie Hicketnunk oder sonst wo bin, nach welchen Namen ich suchen muss. Oder wenn ich auf Nifty Gateway oder Super Rare, riesengroßes Angebot oder Foundation, was eine tolle Plattform ist, beispielsweise, wer sich für digitale Kunst interessiert, aber ich weiß eben, wer da die Künstler sind, die vielleicht für die Kunstwelt relevant sind, die in Museen, keine Ahnung, Biennalen und sonst wo ausgestellt haben. Aber für die Leute, die jetzt über Beeple zum ersten Mal von digitaler Kunst gehört haben, denen fehlt ja so ein bisschen. Das ist wie so, ich glaube, Spotify ist ein ganz schöner Vergleich. Da ist ja auch alles an Musik drauf. Und wenn man jetzt nicht weiß, wonach man sucht oder was man gut findet oder überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hat, dann ist man da auch auf diesen NFT-Marketplaces einfach total lost, auch zu verstehen, wie die funktionieren. Und deswegen haben wir eben, machen wir Misa.art, damit wir den Zugang sehr, sehr einfach machen, dass da jeder, der möchte, NFTs kaufen kann. Weil es ist einfach nicht leicht, Crypto-Wallet und Währung und dies und das. Und dann natürlich zum anderen einfach zu gucken, so hey, wie ist ganz normale Offline-Galeriewesen zu gucken, okay, welche Künstler sind relevant, welche Künstler werden bleiben, welche Künstler und Künstlerinnen gehören in Institutionen und so weiter und so fort. Also das ist da, glaube ich, eher die Rolle von Auktionshäusern und dann Misa.art, das ist ja im Grunde nicht die Königgalerie, das ist ein zweites Unternehmen, aber steht natürlich jetzt noch das Team der Galerie dahinter, aber es wird gerade ein eigenständiges Team aufgebaut. Da sollen aber auch so viele Leute wie möglich Zugang bekommen, aber das ist natürlich jetzt zunächst erst einmal sehr, sehr stark kuratiert und mein Ziel ist dabei eben bei der Auswahl eine Plattform zu schaffen, wo Sammler und Sammlerinnen genau wissen, okay, wenn ich auf Misa.art gehe, finde ich da die Künstler und Künstlerinnen, die in einem Kunstkontext relevant sind und schon wie übermorgen seit, weiß ich nicht, 10 Jahren Netzkunst machen oder ein Refik Anadol oder ich habe auch Leute dabei, die so in der Kryptoszene sehr bekannt sind. Ezeliat ist die teuerste weibliche Künstlerin im Kryptospace. Nancy Baker Cahill, die auch schon seit Ewigkeiten digitale Kunst macht. Ja, also ich habe da sehr, 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 sehr breit geschaut und gerade, glaube ich, nochmal irgendwie 30 oder 40 Artists angesprochen und auf die Plattform geholt. Also das einfach ganz klar ist, okay, Misa.art ist so die Anlaufstelle, wenn man sich für digitale Kunst und auch die Geschichte digitaler Kunst interessiert, dann findet man da etwas gut, wichtig und relevant ist. Aber mit, ja, das ist jetzt hier das Original, hat das eigentlich nichts zu tun. Ja. Ja, danke auf jeden Fall. Was mich da nochmal auch weiterführend interessiert, Annika, du hast ja gesagt, es gibt, oder auch ja, Jan hat auch darauf referiert, es gibt auf der einen Seite diese ja, digitalen, kuratierten, digitalen Kunsthäuser oder Collectives, aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Creator und Käuferinnen, zum Beispiel als damals zum Beispiel CryptoKitties als erste die ersten NFTs durch CryptoKitties verkauft wurden. Kannte man die schon vorher oder war das einfach nur eine Auktion, um eine Kryptowährung, die man hatte, in irgendeine Art von Verwertung umzusetzen, mit der man dann online Kryptowährung hin und her tauschen konnte? Versteht ihr, was ich meine? Also das ist halt auch irgendwie eine Art von Möglichkeit ist, dadurch, dass man wahrscheinlich zu spekulativ zu sehr viel Kryptowährung gekommen ist, dass man irgendwo damit hin muss. Was macht man damit? Man kann mit Kryptowährung noch nicht so viel normale Sachen kaufen, aber jetzt gibt es zum Beispiel NFT und damit kann spekuliert werden. Genau, sind ja durchaus
fiktive spekulative Werte, die da entstehen. Wie seht ihr das? Wie geht das weiter? Ich habe auch zum Beispiel dieses Beeple-Werk wurde, glaube ich, von Metacovan gekauft. Die hatten Metapurse gemacht und Metapurse war, glaube ich, gleichzeitig, wenn ich das richtig erinnere, Eigentümer von ganz, ganz viel Ethereum. Das kommt dann zu so einem Kreislauf, der für mich tatsächlich sich wie so eine Blase anfühlt. Und die Frage ist, ist NFT, ist es eine Blase oder wo seht ihr, wo geht der Kunstmarkt hin oder wie wird sich NFT weiterentwickeln? Vielleicht eine Frage für Jörg oder Annika. Ja, also CryptoKitties habe ich nicht mitverfolgt, was es eigentlich schon vorher gab oder zur gleichen Zeit sind ja die CryptoPunks. Das waren eigentlich die ersten NFTs sozusagen in der Geschichte und die werden jetzt für Millionen gekauft und verkauft und am Anfang waren sie gratis, wurden sie irgendwie gratis verteilt und da war eine enorme Wertsteigerung zu verzeichnen und es ist so, also jetzt braucht man viel Geld, um diese zu bezahlen. Es ist ein Statussymbol, wenn man so einen CryptoPunk hat oder auch ein Bored Ape, ist auch so ein Collectible. Und jetzt haben ja auch zum Beispiel Firmen angefangen, so CryptoPunks zu kaufen, Visa, auch andere Firmen. Und vielleicht die Frage oder die Bemerkung, die im Chat kam, dass viele wechseln ihre Profilbilder in Twitter eben auf so ein Collectible. Also die kennzeichnen sich dann eben mit einem CryptoPunk oder mit einem Bored Ape und das ist sehr wertvoll. Und wohin die Reise geht, das werden wir alle sehen und wie weit sich die Preise entwickeln. Also es wird sicher eine, wie soll ich sagen, die guten, ehrlichen, wo harte Arbeit dahinter steckt. Also man sieht es ja auch, solche Kunstschaffende, die seit Jahren sich mit digitaler Kunst befassen, die sind jetzt erfolgreich oder erfolgreicher. Die kennen ihr Handwerk. John Carroll oder Al Greco, Hexosis, die machen fantastische Werke, aber nicht eben erst seit heute seit gestern, wo es NFTs gibt, sondern auch schon vor 10 Jahren. Und diese werden bleiben, oder? Und solche, die jetzt versuchen, irgendetwas zu machen oder schnell Geld zu machen, das funktioniert vielleicht auf die Schnelle, aber ist nicht sehr nachhaltig. Soll ich noch was dazu sagen? Ja, gerne. Also der Vorwurf ist natürlich schon berechtigt, dass man sagen kann, okay, da hat jetzt jemand 69 Millionen US-Dollar für eine Arbeit ausgegeben und da sprechen jetzt alle drüber und denken, oh, wenn ich auch in Krypto investiere, dann werde ich genauso reich und werde auch Crypto-rich und so weiter und so fort. Oder natürlich bei den Artists wie damals bei Instagram, man hat gesehen, okay, da haben Leute 200.000, 500.000, 1 Million Follower, die können plötzlich davon leben, deswegen hat Instagram natürlich auch über die Suggested User List viele Accounts groß gemacht, damit man Vorbilder hat, denen man nacheifert und genauso passiert es jetzt eben auch in diesem Crypto-Space, aber die Zahlen, also die Preise der Werke sind schnell, sehr schnell eingebrochen. Raphael Rosendahl, ein Beispiel, hat halt erst ein paar NFTs auf Foundation, weiß ich gar nicht, waren glaube ich 500.000 US-Dollar oder so verkauft, dann ist das, der Preis sehr schnell bei ihm runtergegangen und ich weiß nicht, wo er gerade steht. Genau, das haben wir eben auch auf Misa.art festgestellt. Also so, ja, man kaufen Sammler, die crypto-rich sind, vielleicht dann mal ein Rafik Anadol. Aber was es geht dann schon darum, dass die Dinge eher so sind, dass man sie sich leisten kann, wie wir das jetzt eben mit dem Global Gallery-Projekt von König und Porsche machen, dass man für 100 und 250 Euro einen NFT kaufen kann und haben den Collector Reward. Wer bis zu Datum X einen NFT besaß, hat ein kostenloses NFT von Jonas Lund bekommen. Wer zu Datum X2 besaß, hat wieder ein Airdrop, so heißt das, bekommen von Bantam Bullwinkel. Wer 3 besitzt zu Datum X und so weiter und so fort.
Und mit Ezra Gülmen, türkische Künstlerin, die sehr schöne Animationen macht, textbasiert, habe ich jetzt eben mal eine größere, kleine Edition gemacht, also dass ich drei Arbeiten von ihr ausgewählt habe und so gibt es die eine dreimal, andere Edition von 6 und eine gibt es von einer Edition von 20 und die Preise entsprechend gestaffelt. Und das funktioniert sehr gut, also ich glaube, diese Rekordsummen sind vorbei und wie es eben gesagt worden ist, das war natürlich dann auch ganz schöne Werbung für so Kryptowährungen, aber das ist dann jetzt auch passiert und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass sich der Markt fängt und das stabilisiert und dass es sehr, sehr gut wird, weil jetzt eben Künstler und Künstlerinnen sehr viel Interesse daran haben, also tatsächlich auch inhaltlich. Ich habe das bei Erwin Wurm und Katharina Grosse gemerkt, da ist einfach ein großes Interesse da. Jemand wie Erwin Wurm, der hat schon immer wieder neue Medien ausprobiert und dann gibt es jetzt eben, nenne ich es jetzt doch mal ein Medium, neues Medium, weil man sich ja doch irgendwie damit befassen muss, okay, was funktioniert in diesem Space? Da ist das dann einfach nur der logische nächste Schritt oder eine Katharina Grosse, halt Künstler, die sehr, sehr experimentierfreudig sind, probieren sich da aus und dann geht es dann zunächst einmal um den Inhalt und ich glaube, das wird sich sehr schnell stabilisieren, sowohl die Preise als auch, dass da sehr viele Künstler und Künstlerinnen NFTs machen und das Publikum tatsächlich, und das ist ja dann das Interessante, also Unikatmalerei ist sehr, sehr teuer, aber NFT, wenn man dann eine kleine Edition macht oder eine offene Edition, dann kann sich das eigentlich im Grunde jeder leisten. An der Stelle würde ich vielleicht nochmal den Daniel im Chat befragen, ob denn Fragen im Chat bestehen an unsere Referentin. Ja, es sind mittlerweile ein paar Fragen dazugekommen. Ich fange mal an mit zwei Fragen, die sich an Annika Meyer richten. Und zwar eine Frage ist, da ging es noch um das Thema Kunstwerke. Wie geht ihr bei König damit um? Stichwort Fälschungssicherheit. Provenienz wie bei analogen Werken ist hier die Frage. Also das ist die eine Frage und die andere würde ich gleich mit auf den Weg geben. Sekunde. Welche Kommunikationsform benutzt die Community außer Twitter? Gibt es da noch weitere Kommunikationsorte oder Formen? Okay, Kommunikation ist sehr einfach. Also es ist zum einen Twitter sehr, sehr stark und dann eben Discord. Ich glaube, das ist aber sehr schon eher so für Nerds. Da gibt es verschiedene Server, Channel. Ich glaube, wer Messageboards in den 90er Jahren genutzt hat, der fühlt sich da sehr schnell heimisch. Wie auf so einem Messageboard hat man dann halt statt verschiedenen Boards Channels und kann sich dann zu verschiedenen Themen austauschen. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und ansonsten eben Twitter und überraschenderweise ist Instagram da gar nicht so stark in dieser Community, weil die ganzen Leute, die in Bitcoin investieren, sich auf Twitter über die Kurse und so weiter informieren und da ihre, sich deswegen dort den ganzen Tag aufhalten. Genau, man kann natürlich den Künstlern und Künstlerinnen trotzdem auf Instagram folgen, aber der wesentliche Austausch unter Künstlern oder auch Sammlern, die fragen sehr oft, ja, welches NFT soll ich kaufen, was habt ihr denn Neues, das ist eigentlich ganz schön, da findet man sehr, sehr viel, wenn man da irgendwie reinkommen will, einfach ein paar Sammler und Sammlerinnen und Künstler und Künstlerinnen folgen und von da aus kann man dann tiefer in die Community eintauchen, das macht sehr viel Spaß, wenn man sich wahnsinnig viel Kunst angucken kann, so auf Twitter und gar nicht sich durch NFT Marketplaces wühlen muss, wo man, glaube ich, tatsächlich auf OpenSea oder Hicketnunk dann doch ja, wie wenn man jetzt auf Spotify geht und denkt so, okay, was für ein Podcast höre ich denn jetzt an? Also, wenn man überhaupt nichts weiß über das Thema Podcast oder so, weiß man gar nicht, wo fängt man denn jetzt an, sich irgendwas anzuhören? Und so kriegt man halt so ein bisschen ein Gefühl dafür. Und die erste Frage habe ich, glaube ich, nicht wirklich verstanden. Provenienz inwiefern? Ja, da geht es so ein bisschen um die Frage, wie es mit den dem Herkunftsnachweis geht, wie bei analogen Werken, Fälschungssicherheit von NFTs, aber das hatten wir ja im Bereich auch schon mal angesprochen. Das war aber so die Frage eher, wie man dann bei König damit umgeht.
Naja, wir arbeiten ja direkt mit den Künstlern und Künstlerinnen und ich kenne deren Werk und ein NFT von Katharina Grosse haben wir zusammen mit dem Künstler Manuel Rossner gemacht. Ja, also da kann jetzt nicht so viel gefälscht werden, weil das ist ja One-on-One. Also wir stellen ja nicht wie irgendwie Foundation oder andere Plattform OpenSea irgendwas zur Verfügung, wo man sagt, so hier, bitteschön, kannst du dir wie auf Instagram einen Account einrichten und dann kann da jeder machen, was er will. Also da sitzt ja wirklich, also ich sitze da auf der anderen Seite und arbeite mit den Leuten, die schicken mir dann, keine Ahnung, schlagen irgendwas vor, was glaube ich auch ganz gut ist, dass es halt kuratiert ist, weil man eben wirklich Feedback bekommt und sich überlegen kann, so hey, was funktioniert denn gut? Und man dann, glaube ich, auch ja, einen anderen Qualitätsmaßstab setzen kann, weil eben klar ist, so hey, ich habe jemanden, der sich mit mir darüber austauscht und da drauf schaut und sagt, was gut ist oder was man besser machen kann. Also da entstehen auch gerade neue Arbeiten und die arbeiten für das, zum Beispiel die NFTs, die gerade auf den während Berlins sämtlichen großen U-Bahn-Stationen laufen, die läuft praktisch die digitale Ausstellung Global Gallery von König und Porsche. Und die haben, da hat jeder Künstler und jede Künstlerin neue Arbeiten gemacht. Ja, da besteht irgendwie nicht so groß die Gefahr, dass da was gefälscht ist, weil ich ja auch deren Werk kenne. Also ich lade ja nur Leute ein, die ich kenne, deren Werk ich kenne. Dann gibt es hier noch eine Frage, die würde ich mal an den Jörg Kobel stellen. Ist der Wert des NFT von der Bekanntheit des Künstlers abhängig oder kann jemand durch besonders gute NFTs zur berühmten Künstlerin, zum berühmten Künstler werden? Genau. Ja, ich denke, gewisse Fähigkeiten und Skills müssen da sein, aber es kann von mir aus gesehen schon ein Nobody kann den NFT-Markt betreten und eigentlich durch Qualität, Normativität, auch vor allem durch Einzigartigkeit überzeugen. Also nicht, dass es irgendwie eine Kopie ist, also billige Kopie, dass es sieht wie XY, sondern wirklich, dass es eigenständig ist. Und da braucht man vielleicht ein bisschen mal Glück, damit mal etwas verkauft wird. Was es natürlich auch braucht, ist Werbung. Also Werbung im Sinne von Kommunikation, dass man auf Twitter aktiv wird, wenn man es eben noch nicht hat, eine Community-Followerschaft, dass man dort eben eine Followerschaft aufbaut, dass man entsprechend irgendwie Website hat, Instagram-Account und so weiter. Und da eben, es ist offen, es ist eine Aufbruchsstimmung und die Möglichkeiten sind da. Und natürlich der Künstler, die Künstlerin, die schon länger aktiv sind, die steigen sehr wahrscheinlich mit einem höheren Marktpreis, also ein in den Markt, da zahlt man dann vielleicht $100 oder €100 pro Werk und eine neue Person startet zum Beispiel jetzt auf Hickenunk vielleicht mit 2, 3 Euro. Und das kann man eben dort, weil die Transaktionsgebühren tief sind. Wenn man irgendwie auf anderen Plattformen einsteigt, muss man eigentlich den Preis irgendwie ab 150, €200 festlegen. Nicht, dass man ein Minus macht. Dann habe ich hier noch eine Frage, die vielleicht alle trifft, aber die ich erstmal an Jan Mahn stellen würde, ob NFTs und Blockchain als Technologien, ob die für mehr Partizipation stehen, ist hier die Frage. Naja, die Grundidee ist, dass ich eben zentrale Akteure vermeide. Das führt immer dazu, dass mehr Leute potenziell mitmachen können, und das Ganze dezentral ist. Also Dezentralisierung wird eben auch in dieser Szene als der große Wert gesehen. Das ist bei Währung so. Diese Idee von Bitcoin, die ist ja mal entstanden als Nachwirkung der Weltfinanzkrise, als man gemerkt hat, die Banken hängen irgendwie alle zusammen und haben sich gegenseitig irgendwie unsaubere Papiere zugeschoben. Und als es dann 2008 gekracht hat, hat es halt weltweit überall gekracht. Und deshalb ist eben diese dezentrale Idee von Bitcoin mal entstanden und daraus sind eben auch diese ganzen anderen Blockchain-Ideen dann irgendwie groß geworden. Das führt schon auch dazu, dass ganz neue Leute überhaupt in der Szene dabei sind und gerade jetzt auch in dieser Krypto-Investment-Szene
Da sind jetzt einfach ganz neue Akteure, die früher gar nicht investiert haben. Das merkt man auch auf dem Aktienmarkt, das ist nicht nur auf dem Kunstmarkt, das merkt man auf dem Aktienmarkt, das merkt man auf dem Markt mit Kryptowährungen. Da sind eben jetzt ganz viele neue und auch ganz viele junge, die bisher irgendwie ihr Geld, also nicht für, entweder ihr Geld aufs Sparbuch gelegt haben, gar nicht ausgegeben haben für irgendwas, für Konsumgüter, die sind jetzt eben im Bereich Investment und auch im Bereich spekulatives Investment dabei. Und ich weiß nicht, inwieweit sie das auch die gleiche Szene ist, die jetzt Kunst-NFTs kauft, aber auf alle Fälle gibt es da eben eine ganz neue, viel breiter aufgestellte Gruppe an Leuten, die ihr Geld irgendwie unters Volk bringen und am liebsten davon, daraus am Ende ein bisschen mehr hätte als vorher. Definitiv. Jetzt habe ich noch zwei Fragen hier auf meinem Zettel und dann können wir gerne wieder in die Diskussion einsteigen. Einerseits ist hier die Frage, was ihr über den NFT-Hype, über den Einfluss von NFT-Hype, zum Beispiel bei Aktionen wie dem Peng-Kollektiv, was ihr darüber denkt und ob es in Deutschland prominente Orte wie Kreuzungen in Shibuya in Japan gibt, wo man schon NFTs im öffentlichen Raum sehen kann. Das ist ein bisschen lustig, weil wir haben natürlich gesucht in Deutschland, wo man, also die Mediaagentur von Porsche, wo es irgendwelche tollen Screens in Deutschland gibt. Kudamm war leider von einer anderen Autobrand gebucht. Und sind wir am Berliner Times Square gelandet, wie ich es ganz gern nenne, das ist das Sony Center am Potsdamer Platz. Genau, Piccadilly Circus war leider auch von einer anderen Car-Brand gebucht. Aber ja, man kann natürlich einfach irgendwelche Billboards, Porsche hat auch einfach über die Mediaagentur irgendwelche Billboards, irgendwelche in Anführungszeichen, natürlich Shibuya Crossing, Times Square und so weiter, die wichtigsten auf der Welt, K-Pop Square in Seoul gebucht, im Grunde, oder wir bespielen das ganze U-Bahn, fast das ganze U-Bahn-Netz in Berlin oder das City Network. Ja. Also das ist auch ganz interessant, nachdem wir das mit Porsche gemacht haben, haben dann auch ein paar Künstler und Künstlerinnen oder selbst eben Screens gebucht, kann man ja machen mit Geld. Ich kann sonst etwas noch zu dieser Aktion von Peng sagen, das ist ja das Golden NFT. Das war ja so, dass diese Aktion hatte zum Ziel, dass mit dem Erlös von NFTs, dass dann eine afghanische Familie nach Europa kommen kann. Also dass damit mit dem Geld ein Visa gekauft werden kann, beziehungsweise eine Immobilie in Portugal. Und so eigentlich Flüchtlinge nicht als Flüchtlinge eben nach Europa kommen, sondern als Investoren. Und ich fand die Idee sehr gut, sehr gewagt. Die Umsetzung des ganzen Projekts war nicht optimal. Einerseits gab es nicht so einen Run auf die NFTs, es wurden nicht alle verkauft. Die Werke waren auch unterschiedlich aus meiner Sicht in Sachen künstlerischer Wert. Aber die Idee fand ich super und ich hoffe, es gelingt jetzt. Sie haben ziemlich Geld zusammenbekommen, wahrscheinlich nicht so viel wie erhofft. Aber es gibt immer mehr Aktionen, auch WWF hat eine Aktion gestartet, auch kommerzielle Anbieter wie McDonald's oder Toilettenpapier ist auf NFT aktiv. Aber ich unterstütze natürlich solche Aktionen, wie Peng das gemacht hat. Super, klasse. Dann schon mal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Mit Blick auf die Uhr sehe ich, die Zeit schon ziemlich vorangeschritten ist. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen, die ich gerne diskutieren wollte. Noch eine Frage, die oftmals auch mit dem medialen Hype diskutiert wurde. Wie verhält sich das denn mit der Umweltverträglichkeit von NFTs? Und wie steht ihr dazu? Ich habe gelesen, dass es natürlich sehr nicht gerade energieeffizient ist durch dieses Proof-of-Work-Konzept in der Blockchain, dass sehr, sehr viel Rechenleistung benutzt wird, um die Blockchain aufrechtzuerhalten. Jan, willst du kurz vielleicht dazu was sagen?
Ja, ich habe ja in der Einleitung schon ein bisschen erzählt, dass eben die Grundidee von Blockchains ist, dass niemand in der Lage sein sollte, die Blockchain zu kapern, also einen neuen Abzweig einzubauen und seine eigene Wahrheit quasi unters Volk zu bringen, die dann für immer festgeschrieben ist. Das ist die Grundidee jeder Blockchain. Und um das zu erreichen, gibt es jetzt eben unterschiedliche Ansätze. Und der bisher bedeutendste Ansatz, der heißt eben Proof of Work. Und da geht es darum, dass sichergestellt sein soll, durch dieses Finden von Hashes soll sichergestellt werden, dass niemals irgendjemand mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung haben kann, weil es einfach unmöglich sein muss, über 50% Rechenleistung auf eine Gruppe, eine Person zu vereinigen. Und die Grundidee ist halt, um zu beweisen, dass man viel Rechenleistung hat, muss man eben viel nach diesen Hashes suchen. Und dafür gibt es jetzt mittlerweile so spezialisierte Chips. Aber die Grundidee von Bitcoin und auch von einigen anderen auf Proof of Work basierenden Blockchains ist einfach, möglichst viel Energie zu verschwenden, um nach diesen Blöcken zu suchen. Das ist eine riesige Energievernichtungsmaschine oder Energieumsetzungsmaschine. Die Energie ist ja nicht weg. Es ist nur, sie ist nur nicht mehr verfügbar für uns. Also es wird Kohle verbrannt in China, obwohl China da jetzt mittlerweile auch gegen vorgeht. Es wird auch in anderen Ländern eine Menge Strom verbraucht und dann gibt es immer so komische Rechnungen, die man auch in Zweifel ziehen kann, wie viel Energie das jetzt ist, umgerechnet, also der Stromverbrauch von Dänemark und solche Berechnungen stehen dann eben im Raum, wird dafür verschwendet. Deshalb stehen diese gesamten Proof-of-Work-Ideen alle in der Kritik und es gibt eben andere Ansätze. Ethereum benutzt auch noch Proof-of-Work und arbeitet gerade an einem anderen Verfahren, die wollen umstellen, weg von diesem Proof of Work, was so energieintensiv ist. Es ist nämlich nicht nur energieintensiv, es führt auch noch zu weiteren Absonderlichkeiten. Für Bitcoins werden eigene Chips benutzt, sogenannte ASICs, also hochspezialisierte Chips, die nichts anderes können, als diese Rechenrätsel lösen. Bei Ethereum ist es so, das wird auf Grafikkarten gerechnet und es gibt für Grafikkarten durchaus sinnvollere Anwendungen, als nach diesen Hashes suchen. Man kann mit Grafikkarten zum Beispiel spielen, die ganzen Spieler sind ziemlich wütend, dass die Grafikkarten so teuer sind und vom Markt gekauft sind. Und man kann damit zum Beispiel auch künstliche Intelligenz-Experimente machen, was bedeutet, dass Forscher eigentlich auch ein Interesse haben, die größten, besten Grafikkarten zu haben, die jetzt halt nicht auf dem Markt sind. Also das führt eben zu einer Menge Kritik an diesem System und mittelfristig sucht man eigentlich nach Blockchain-Alternativen, die auch sicherstellen, dass eben niemand die Mehrheit im Netz übernehmen kann. Aber ohne dieses sinnlose Energievernichten mit Proof of Work. Gibt es denn da schon alte Ansätze? Genau, es gibt alternative Ansätze. Es gibt Proof of Stake als einen alternativen Ansatz. Es gibt auch immer mal wieder neue Ideen, wie man Blockchains anders gestaltet. Es gab jetzt neulich eine Idee, die ist mittlerweile auch, glaube ich, wieder tot. Da sollte bewiesen werden, dass man an diesem Netzwerk interessiert ist und dass man Leistung bereitstellt, indem man Festplattenplätze freigegeben hat. Das heißt, wer irgendwie 2 Terabyte Festplatten in seinem Rechner benutzt hat, dafür blockiert hat, da wurden dann randomisierte Daten draufgeschrieben. Damit hat man eben bewiesen, dass man diese Festplatten hat. Und auch da ist die Idee, dass eben niemand mehr als 50% aller Festplatten in diesem Netzwerk haben kann. Das war so eine alternative Idee, die relativ wenig Strom kostet, hat aber auch irgendwie nicht funktioniert, weil dann einige wenige es wieder übertrieben haben und riesige Rechenzentren dafür gemietet haben, um da diese Token zu erwirtschaften. Solche Ansätze gibt es immer mal wieder. Dieses Proof of Stake, was bei Ethereum eigentlich schon lange eingeführt werden soll und demnächst auch irgendwann kommt, das ist eigentlich das vielversprechendste Verfahren. Okay, super, danke. Vielleicht noch eine kurze letzte Frage an euch ExpertInnen. Wir haben jetzt viel über NFTs, über digitale Kunst geredet. Gibt es denn andere Geschäftsmodelle, wo ihr sehen würdet, dass das vielleicht in der Blockchain ein Thema werden wird? Ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass jetzt auch Firmen in die NFT-Welt einsteigen, indem zum Beispiel die NBA hat, glaube ich, so kurze Videos verkauft, Dunk-Videos, oder Nike hat, glaube ich, digitale Sneaker rausgebracht. Seht ihr da andere Geschäftsmodelle für die Zukunft
für NFTs? Jörg vielleicht? Was denkst du? Ja, also Metaverse ist ja so ein bisschen das Buzzword im Moment. Und da denke ich, da kann sehr viel passieren. Also Facebook nennt sich ja jetzt Meta und will so ein Metaverse bauen. Microsoft ist auch daran etwas. Google macht sicher auch etwas. Und in diesem Metaverse kann ganz viel passieren. Und zum Beispiel Decentraland, wo auch Annika erwähnt hat, das ist ja so eine Virtual Reality Plattform, wo man Parzellen, Immobilien kaufen kann und die sind eigentlich auch als NFT dann hinterlegt. Und so kann man sich vorstellen, dass eben in diesem virtuellen Land Metaverse ganz viele Sachen, eigentlich alle Sachen als NFT NFTs sind. Und somit einem gehören und die Idee ist ja dann auch, dass man sie hin und her bewegen kann und vielleicht auch vom virtuellen ins reale Leben irgendwie transportieren kann. Okay. Annika, hast du noch dazu Ideen, wie die Zukunft von NFT aussehen kann, für vielleicht darauf aufbauend auf Jürgs Ausführung? Ja, in Zukunft wird jeder NFTs besitzen und sammeln und ja, weil viel über die Technologie dann auch authentifiziert werden wird. Und ansonsten ja, NBA Top Shots ist auf Flow, die gerade erwähnten Sammelkarten. Das ist eines der umsatzstärksten oder ich glaube sogar das umsatzstärkste NFT, sagen wir mal, Projekt, wenn man das so sagen kann. Genau, da ist aber, wie wir ja schon besprochen haben, eben wichtig, wenn man so Collectibles macht, dass das auf einer Blockchain ist, wo die Transaktionskosten niedrig sind und die Umwelt geschont wird. Und ansonsten werden NFTs in der Kunstwelt völlig selbstverständlich werden, also auch auf Nisa.art werden Gemälde und so weiter und so fort über die Blockchain, über Verisat verifiziert, damit einfach die Promedienzen klar sind, auf der Blockchain eingeschrieben sind, dass da Fälschungen nicht mehr so ein großes Thema sind. Ja, also bestimmt in ein paar Jahren werden NFTs so selbstverständlich sein, wie dass wir auf Instagram sind oder wie hier heute Abend per Mr. Zoom ist es nicht, aber irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, was das ist. wo wir hier sind. Genau, das wird einfach komplett selbstverständlich zum Alltag dazugehören, wie das Internet und als Johann und ich hier auch schon gesagt, dass wir es online zusammen kuratiert haben. Da wurden wir auch sehr, sehr oft. Lustigerweise ist es im Wesentlichen das deutsche Journalisten, die fragen ja, wann geht das denn alles wieder weg? Ja, das geht halt einfach nicht mehr weg, weil damit eben ein Problem gelöst wird und das Internet geht ja auch wieder nicht weg, weiß nicht, ob das immer noch Leute glauben, aber NFTs werden uns nicht mehr verlassen, weil sie viel zu viele Probleme lösen, die auch gerade Künstler und Künstlerinnen hatten, weshalb die ja auch sehr dankbar sind, dass endlich tatsächlich Sammler und Sammlerinnen ihre Kunst kaufen, wie Malerei und da genau so ein Run auf, wenn es einen Drop, weiß ich nicht, von irgendwem gibt, da genauso hoher Andrang herrscht, wie wenn man eine Galerieausstellung hat, 6 Werke und dann hat man eine Warteliste von 50 oder 100 Leuten, die das unbedingt haben wollen. Das ist eigentlich ja sehr gut und das wird weitergehen und größer werden und einfach bleiben. Und zum Alltag gehören. Okay, vielen Dank. Ja, dann würde ich vielleicht nochmal Jan für ein Schlusswort bitten, für eine kurze Einschätzung und ja, würde dann schon in die Abmoderation starten mit dem Blick auf die Uhr. Zeit ist relativ schnell vorgeschritten. Genau, ich sehe das ein bisschen anders als Annika. Ich glaube schon, dass es eben eine Szene gibt im Kunstbereich, die sicherlich auch in einer relativ kleinen Blase weiter investiert und das größere Sammlungen anlegt und damit handelt. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass diese weiteren Token, zum Beispiel diese NBA-Token und so, das ist für mich so ein bisschen der Ausdruck einer Gesellschaft, die schon alles hat. Also das sehe ich irgendwie alles ein bisschen kritisch. Ich glaube, die Leute haben schon alles, die haben schon alle Sammler-Turnschuhe und jetzt denkt man sich eben was Neues aus, was Digitales.
ich persönlich kann dem absolut überhaupt nichts abgewinnen, aber vielleicht sehe ich die Welt dazu auch einfach zu pragmatisch. Ich wüsste nicht, warum ich mein Geld ausgerechnet in so ein digitales Gut stecken sollte, von dem ich eigentlich nichts habe, außer dass ich beweisen kann, dass ich es gekauft habe. Also das ist für mich eigentlich nur ein Statussymbol. Ich habe nichts Greifbares davon und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass dieser Trend auch, anders als Annika glaubt, wieder abklingt. In der Kunstszene, ja, die wird es weitergeben. In einem Bereich ist es vielleicht auch einfach ein ganz guter Beweis dafür, dass wir für alle, die es noch nicht geglaubt haben, wirklich eine Inflation haben, dass wirklich viel Geld im Umlauf ist und man irgendwie Lösungen braucht, um sein Geld loszuwerden, um keine Negativzinsen zu bezahlen. Das ist so ein bisschen meine kritische Position zu dem Thema. Ich glaube nämlich nicht, dass es wirklich ein Problem löst in der realen Welt. Also solche Sammlertoken von NBA-Spielern, das löst für mich irgendwie noch kein so richtiges Alltagsproblem. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, um mal so ein bisschen Geld in irgendwas Neuem zu parken, weil wir sonst eigentlich satt sind und alles konsumiert haben, was man so konsumieren kann. Darf ich jetzt darauf ganz kurz antworten, bitte? Ja. Also nicht, dass NBA Top Shots irgendwelche Probleme lösen, aber für Künstler und Künstlerinnen löst diese Technologie natürlich Probleme. Und wir haben gerade das Metaverse gehört, also wir leben im digitalen Zeitalter. Was früher Handtaschen waren oder Turnschuhe, weiß ich nicht, Yeezys oder keine Ahnung was, wenn man jemanden auf der Straße gesehen hat und hatte Yeezys an, wusste jeder, ey, wie teuer die Dinger sind. Wir leben heute alle im Internet. Deswegen kaufen die Leute Kryptopunks, deswegen kaufen sie Kryptomats von Kenny Schachter und so weiter und so fort. Das sind die neuen Handtaschen, die neuen Turnschuhe, die neuen Designer-Klamotten sind Collectibles. Das ist, dass wir alle irgendwie satt sind oder, keine Ahnung, zu viel Geld haben, mit dem wir um uns werfen können. Das sind einfach die neuen Statussymbole. Aber Statussymbole brauche ich doch nur, wenn ich sonst alles habe. Also ein Statussymbol kaufe ich doch erst, wenn ich sonst alles habe. Also wenn meine Grundbedürfnisse, und das war das, was ich sagen wollte, unsere Grundbedürfnisse sind mehr als einmal gesättigt in dieser Gesellschaft. Das heißt, ich brauche als nächste Stufe Statussymbole. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Kapitalismuskritik. Am Kapitalismus kann man Kritik üben. Aber, weiß ich nicht, die Dinger sind total, wenn man da nicht den Staat verschläft, sind die einfach super, super cheap zu kaufen. Oder die gibt es geschenkt. Und wenn man halt spät einsteigt, ist halt ein bisschen blöd, ne? Ist ja nicht so, dass die Dinger gleich sofort alle so teuer sind. Also von daher, wir leben im Internet, da wird es jetzt eben einfach, ja, das ist die neue Handtasche, das ist der neue, weiß ich nicht. Ja, hier mein Hoodie sieht aus, ne, wenn die Leute das sehen, Atomkraft, nein, danke. Wer sich ein bisschen mit Kleidung auskennt, weiß, okay, das Ding ist von Etude und hat Summe XY gekostet. Aber wer das nicht weiß, für den ist das halt bedeutungslos. Ich mag einfach Etude gern, hat mir deswegen das gekauft, der Preis war mir jetzt egal. Und so ist das eben auch dann im Digitalen. Wir machen gerade, bereiten gerade ein Game mit Jonas Lund vor. Der hat Unique Jonas Lund Token gemacht, also Tierchen, und kosten 4.500 die Unikarte. Und dann gibt es eben, das sind Playable Characters im upcoming Spiel von Jonas Lund, In Search of Ideas heißt es. Da kann man durch die virtuelle Welt laufen und schlüpft dann eben in die Rolle des Tieres und sieht die Welt aus der Rolle des Tieres. Und es gibt dann eben auch Playable Character für gerade 250 Euro. Und da werden sicherlich auch die Preise nach oben gehen, und dann ist es auch ganz lustig, dann läuft man halt durch diese Welt, und wenn man sich dann auskennt, wie mit Klamotten oder Handtaschen oder so, weiß man halt, okay, also nicht dieses Muster von dem Tier, das sind die Unique Pieces, oder dann wird es welche geben, die sind super rare, wie es auch total rare Punks gibt, ne? Also halt wirklich tatsächlich, man repliziert in der digitalen Welt, was für uns in der Offline-Welt völlig selbstverständlich ist. Genau, und dann sehen die Leute halt auch, okay, das waren die ersten General Playable Characters, die waren am Anfang noch günstig, und jetzt sind die Summe XY wert. Also es repliziert sich eigentlich da in diesem NFT-Space, was offline schon Alltag ist, und da wir alle im Digitalen zu Hause sind, passiert jetzt einfach das Gleiche. Aber ja, Kapitalismus kann man schlimm finden, und es ist bestimmt keine gute Sache, ne? Ja. Ja, okay. Sehr divers diskutiert noch am Ende, das finde ich gut. Wir hatten auch eine Menge Fragen und Nachfragen im Chat. Daniel, ein letztes Mal, gibt es noch weitere Nachfragen? Sonst würde ich nämlich hier jetzt schon mal unser Podium verabschieden. Haben wir noch weitere Fragen? Daniel, dein Mikrofon. So. Nochmal, also es gibt keine weiteren Nachfragen, wollte ich sagen. Vielen Dank.
Okay, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als das Danke an Maya, Jürg Kobel und Jan Mahn zu richten für die Teilnahme an unserem Debattendienstag digital zum Thema Blockchain und NFT. Ich hoffe, wir konnten den ZuschauerInnen einige Einblicke, interessante Einblicke gewähren. Nachfragen gerne nochmal an mich gerichtet werden per Mail auf der Seite lebenx0.de, wenn noch Nachfragen sind, wenn etwas noch nicht erklärt wurde. Ich versuche es das dann weiterzuleiten. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei euch für die tolle Diskussion. Und ja, ab nächsten Jahr haben wir wieder vor, die Debattendienstage rein physikalisch im Museum für Kommunikation in Frankfurt stattfinden zu lassen, als hybride Veranstaltung. Es wird also gleichzeitig einen Stream geben, aber wenn es die Pandemielage zulässt, möchten wir wieder Personen in die Diskussion in der Fischbowl ein zur Fischbowl-Diskussion einladen. Genau, und ja, ich freue mich auf jeden Fall zusammen mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung auch nächstes Jahr 2022 dem Debattendienstag in diesem Format weiterzumachen. Genau, vielen Dank nochmal an euch und vielen Dank an alle Zuschauer. Ja, bis bald. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.